So, genau, jetzt sind wir gleich genau über Rom sozusagen. Wegpunkt Rom. Passt ja, dass man über Rom ist. Mal hier schön blicken auf Rom. Also ich war noch nie in Rom. Mal gucken, vielleicht sehen wir ein paar markante Sehenswürdigkeiten. Da zum Beispiel das Kolosseum. Oder? Sollte das, glaube ich, sein, ja. Oder den Vatikan. Kann man den sehen? Da ist er, glaube ich, ne? Oh, was? Was ist das? Ist das der Vatikan? Doch, das könnte sein, ne? Ich war noch nie in Rom, keine Ahnung. So genau habe ich mich damit in Sehenswürdigkeiten auch noch nicht beschäftigt. Aber das könnte der Vatikan sein. Genau. So, das war unser kurzer Blick hier auf Rom. Genau, in echt als Pilot hätte man ja jetzt ja nicht viel gesehen, wenn man jetzt hier auf der Kurzstrecke unterwegs ist. Da würden wir jetzt ja, weil da wir an dem Tag jetzt noch weiterfliegen und nicht jetzt hier am Ende, nicht jetzt hier, also wenn es jetzt so gewesen wäre, dass wir jetzt abends hierher geflogen wären oder sowas, beziehungsweise am Ende von unserem Arbeitstag hier angekommen wären und dann erst am nächsten Tag weitergeflogen wären, dann wären wir jetzt einen Tag in Rom gewesen, wenn es in echt so wäre. Und wenn wir einen Tag in Rom gewesen wären und dann hätten wir uns da die Stadt ein bisschen anschauen können, aber so als Pilot sieht man eigentlich nicht wirklich was von der Stadt, sondern eigentlich nur vom Flughafen. Wenn man vielleicht da am Start, dann kann man mal kurz auf die Stadt gucken, aber da sieht man nicht wirklich was von der Stadt, wie man es auf der, wie man es jetzt als Langstreckenpilot hat, wo man ja meistens so 2, 3 Tage nur mal, beziehungsweise eigentlich immer zum Schnitt 2, 3 Tage dann sind es dann, wenn man in der Stadt bleibt, wo man halt hingeflogen ist und dass man halt da ein bisschen sich die Stadt noch anschauen kann, aber so als Kurzstreckenpilot hat man nur halt, wenn dann halt irgendwie man zum Beispiel jetzt fliegen würde, erstmal innerhalb von Deutschland irgendwas und dann nochmal als letzten Flug irgendwie vom Tag. Das ist ja immer unterschiedlich. Man fliegt ja nicht nur unbedingt 3 Flüge am Tag, manchmal sind es auch 4, 5. Kommt auf die Flugstrecken an, natürlich auf die Zeit halt dann, die man fliegt. Auf die Arbeitszeit, dass es halt eingehalten wird. Aber auf jeden Fall, wenn wir halt als letzten Flug dann einen Flug nach Rom hätten und dann halt nicht mehr weiter arbeiten dürfen, weil halt unsere Arbeitszeit sonst überschritten werden würde und da unser Arbeitstag dann in Rom endet. Und wieder nicht wieder zurückfliegen. Und wir es am nächsten Morgen dann wieder fliegen, weil wir haben halt eine Übernachtung dann in Rom. Hätte man am Abend ein bisschen Zeit, sich Rom anzuschauen, aber wahrscheinlich auch nicht viel, weil man wahrscheinlich dann so fertig ist vom ganzen Tag und so. Und dann muss man natürlich am nächsten Tag wieder früh aufstehen, für den nächsten Flug, Rückflug dann wieder, beziehungsweise für den nächsten Arbeitstag und so weiter. Genau. So, wir sind jetzt mittlerweile fast 15 Minuten in der Luft, also reale Zeit 15 Minuten. Wir fliegen ja mit 4-facher Simulationsrate. Gucken wir uns mal kurz unsere, ja gut, Flugstrecke gibt es hier nicht viel zu sehen, zu sagen. Wir fliegen hier hoch. Dann der Schweiz, Österreich, da haben wir Lima, Oskar, Whisky, Kilo, da haben wir Salzburg. Es geht wahrscheinlich so, ja, doch über Österreich, so wie es aussieht. Wahrscheinlich auch an München irgendwie vorbei und dann da hoch Richtung Berlin. Und später werden wir halt dann fast, wahrscheinlich fast sogar genau die Gegenstrecke dann fliegen. So, wir gucken mal kurz unter F-Plan. Geplante Ankunftszeit ist 13:48, das heißt 15 Uhr. 45 ist geplante Ankunftszeit. Wir sind super in der Zeit, Leute. Wir sind ultra pünktlich. Geil. Weil wir sollten 16:25 planmäßig ankommen. Also, ja. Die Leute können heute auf jeden Fall sehr zufrieden sein, die mit uns fliegen. Wir sind hier wirklich heute immer sehr pünktlich unterwegs. Hoffen wir, dass heute bei unserem letzten Flug dann auch nochmal der Fall sein wird. Das ist ja ein relativ kurzer Flug, da kann schon eher mal Verspätung reinkommen. Ja, wobei. Da kann ich. Ne, wobei, ich beim kurzen Flug muss ja nicht unbedingt eher Verspätung reinkommen. Naja, gut. So, wir erreichen gleich unsere Reiseflughöhe. Und ja, ich habe ja letztes Mal damit begonnen, euch was über das Fly-by-Wire-System zu erzählen. Hier was aus dem Wikipedia-Artikel dazu vorzulesen, euch da ein bisschen was zu erklären zu dem Fly-by-Wire-System, was es eigentlich ist. Das ist ja dieses Steuersystem, was hier in den Flugzeugen von Airbus, hier halt zum Beispiel auch im Airbus A320 verbaut ist. Und da hatte ich euch ja schon ein bisschen was erzählt. Und jetzt wollte ich noch den Rest erzählen, was ich euch noch dazu erzählen wollte erstmal. Genau, bevor ich dann zu einem anderen Thema überkomme. Und zwar hatten wir ja hier das auch schon mit der Geschichte noch kurz uns angeschaut, in Bezug halt jetzt hier auf Airbus. Und jetzt kommen wir mal zur Anwendung. Und da gucken wir aber auch jetzt nur im Bereich auf, jetzt auf Airbus halt hier, auf die zivilen Luftfahrt, genau, zivile Luftfahrzeuge heißt es ja, glaube ich, also halt hier Airbus A320-Familie, Airbus A380 und sowas, also diese Flugzeuge und jetzt nicht auf Militärjets oder so, das schauen wir uns ja jetzt nicht an. Genau, Hubschrauber gibt es hier zum Beispiel auch. Wobei hier können wir eigentlich anfangen bei dem Abschnitt. Bei Hubschraubern dient das Zusammenspiel von Fly-by-Wire und Flugcomputer zur Entlastung des Piloten, indem zum Beispiel automatisch das Hauptrotor-Drehmoment ausgeglichen oder die Höhe-Schwebeposition gehalten wird. Das erste Verkehrsflugzeug mit einer Fly-by-Wire-Steuerung war die Concorde, die allerdings nur in geringer Stückzahl hergestellt wurde.
Die Concorde verwendete jedoch analoge elektrische Signalübertragung. Das erste in höherer Stückzahl hergestellte Verkehrsflugzeug mit digitaler Fly-by-Wire-Steuerung ist der Airbus A320. Inzwischen sind alle Neuentwürfe von Verkehrsflugzeugen mit Fly-by-Wire ausgestattet. Das erstmals im Airbus A320 eingesetzte Airbus-System enthält sogenannte Flight Envelope Protections. Der Flugkontrollcomputer gibt dabei einen Rahmen vor, in Klammern steht jetzt hier Anstellwinkel, Neigung, Geschwindigkeit, Schräglage, in dem das Flugzeug bewegt werden kann. Sinn des Systems ist, gefährliche Fluglagen zu verhindern. Das Boeing-System, der Boeing 777 dagegen, verhindert dies nicht. Hier hat in jedem Fall der Pilot die Entscheidungshoheit. Für sehr lange Flugzeuge wie den Airbus A340-600, den wir ja vor kurzem geflogen sind, wird sichergestellt, dass das Heck beim Start und Landen nicht den Boden berührt, Verhinderung eines Tailstrikes. Bei Airbus Fly-by-Wire System wird im normalen Betriebszustand, Klammer Normal Law, zudem mit dem Side-Stick, also dem Steuerknüppel hier links, keine direkte Änderung der Steuerflächen bewirkt, sondern ein indirektes Kommando gegeben. Für Bewegungen um die Flugzeuglängsachse wird eine Rollrate kommandiert, für Bewegungen in die Flugzeugquerachse, den Pitch, also nach oben und nach unten, wird ein Vielfaches der Erdbeschleunigung kommandiert. Diese Vorgaben werden dann durch Ansteuern der Ruderflächen umgesetzt und die Fluglage ändert sich. Wird der Side-Stick in die Neutralposition belassen, fliegt das Flugzeug automatisch ausgetrimmt die unbeschleunigte Trajektorie weiter. Das heißt, die Fluglage wird beibehalten. Genau, das kann ich euch mal kurz nochmal anders erklären, als es jetzt hier steht, aber halt genau gleich, nur in anderen Worten nochmal. Oh, thank you very much. Genau, wir haben unsere Reiseflughöhe ja erreicht. Genau, weil ich auf jeden Fall, was ich sagen wollte, können wir mal auf den Tisch ausfahren. Genau, wie funktioniert es? Also hier bei dem Add-on ist es ja so, ihr könnt hier auch, das kann ich euch mal kurz zeigen, wurde ja auch dieses Fly-by-Wire-System so umgesetzt, dass hier halt so auch dargestellt wird, könnt ihr hier bei Options Aircraft, könnt ihr das aktivieren. Ich habe es hier auch aktiviert. Und genau, das Ganze sieht hier folgendermaßen aus. Beziehungsweise, also nochmal kurz zum Fly-by-Wire-System, jetzt halt nochmal auf meine Art sozusagen erklärt, nochmal in eigenen Worten, genauso wie man in der Schule hier immer so in eigenen Worten den Text zusammenfassen soll, mache ich das jetzt sozusagen auch nochmal, beziehungsweise ich erkläre das Ganze jetzt nochmal kurz so in eigenen Worten. Guckt mal hier, wir haben sogar heute ja leichten Tailwind, also nicht so Crosswind, sondern eher sogar leichten Tailwind. Wir sollten also auf jeden Fall gut zu der Zeit ankommen, die im Moment geplant ist, und jetzt schon in Norditalien, hier in Südtirol, und es sieht so aus, genau, dass wir jetzt über Österreich fliegen und dann hier so an München vorbei, hier östlich an München vorbei, über, beim, am Chiemsee entlang, kurz über Tschechien dann nochmal und dann wieder nach Deutschland rein, nach Berlin. Genau, Fly-by-Wire-System hier. Also, es ist ja so, dass halt zum Beispiel hat man jetzt irgendwie schon 10 Grad Neigung nach links. Also man würde jetzt zum Beispiel den mit dem Steuerknüppel erstmal das Flugzeug auf 10 Grad Neigung nach links einstellen und dann den Steuerknüppel wieder auf neutral stellen. Und dann werdet ihr sehen, das Flugzeug geht nicht auf neutral wieder, folgt nicht wieder, dass es wieder so gerade ausgerichtet ist. Im Vergleich zu Boeing wäre es jetzt so, ihr habt jetzt diesen Joke da, macht den so nach links, das Flugzeug um 10 Grad eingelenkt ist und macht ihn wieder geradeaus. Und dann ist es, glaube ich, so, dass das Flugzeug, also wenn ich es richtig in Erinnerung habe, korrigiert mich, falls ich falsch habe in den Kommentaren, falls ich falsch sage, glaube ich, soll es wieder geradeaus fliegen. Weil hier beim Airbus ist auf jeden Fall so gemeint, ihr habt schon 10 Grad Neigung und wenn ihr ihn auf neutral macht, bleibt der Flugzeug bei 10 Grad Neigung. Und ihr müsst sozusagen wieder gegensteuern, damit es wieder geradeaus geht. Und wenn ihr das Flugzeug nochmal um 10 Grad Neigung nach links haben wollt, müsst ihr den Steuerknüppel nur so ein bisschen nach links machen und ihr addiert sozusagen nochmal 10 Grad Neigung oben drauf und dann wird das Flugzeug halt nochmal um 10 Grad Neigung so nach links bewegt. Das gleiche gilt für den Pitch nach oben, nach unten. Wenn ihr es 10 Grad unten habt, was ja eigentlich nie der Fall ist, auf jeden Fall, falls, also außer ihr wollt halt stark mal irgendwie sinken oder sowas, aber ja, wobei doch manchmal beim Approach kommt schon mal vor, ja. Aber eher nur selten, eher, also gut, sagen wir mal eher, also ihr habt schon 5 Grad nach oben, wollt es nochmal 5 Grad nach oben haben, also auf 10 Grad Neigung nach oben, dann müsst ihr einfach nochmal kurz den Joystick so weit zurückziehen, dass halt nochmal diese 5 Grad sozusagen da drauf gerechnet werden. Also ich hoffe, ihr habt das so verstanden vom Fly-by-Wire-System, so funktioniert das Ganze hier über elektronische Signale und so weiter und so fort. So, ich denke mal, wir sollten jetzt so langsam die österreich-italienische Grenze erreichen, sind jetzt 45 Minuten in der Luft, laut dieser Flugzeit hier, die ich hier habe, dauert der Flug ungefähr 2 Stunden, 10 Minuten ungefähr. So, drücken wir nochmal leicht ein, genau.
Und hier unten sind wir gestartet, sind schon auf jeden Fall schon ordentlich Stück geflogen. Eigentlich die Hälfte haben wir jetzt schon hinter uns. Mit vierfacher Simulationsrate ist man hier in Europa, also bei den Flugstrecken jetzt, die wir heute jetzt hier fliegen und bei letzten, recht gut, recht schnell unterwegs. Gut, wenn wir jetzt irgendwie von Warschau bis nach Lissabon fliegen würden, das wäre natürlich nochmal deutlich länger. Das sind bestimmt 1300 nautische Meilen oder so. Also nochmal deutlich länger, das würde ja doppelt so lang sein, die Flugstrecke. Da wird man dann eher mit höherer, noch höherer Simulationsrate fliegen. Aber mit vierfacher Simulationsrate sind wir hier gut bedient. Jetzt geht es sogar genau über den Wegpunkt India, November, November in, über Lowy, über Innsbruck geht es drüber. Genau, sind wir auch schon lange nicht mehr gewesen. Ja gut, aber sind wir auch schon mal hingeflogen und auch schon mal gestartet. Genau, sieht man hier auch noch das reale Luftbild, weil ich das Addon ja hier auch noch installiert habe. Aber hier aus dem Cockpit sieht man es wahrscheinlich nicht. So, was ist jetzt los? Nein. Nein, bitte nicht. Leute, ich glaube, der FSX hat sich aufgehangen. So Leute, es kann weitergehen. Der FSX ist leider wirklich gerade bei mir abgestürzt. Ich habe ihn nochmal neu gestartet und bin jetzt nochmal bis hierhin geflogen, wo wir eben ungefähr waren. Und zwar bis in die Nähe von Innsbruck. Den Wegpunkt Innsbruck, den haben wir jetzt wieder da vorne. Also in circa ja, 30 nautischen Meilen Entfernung. Also ungefähr hier an der Position haben wir uns ja befunden, kurz vor Innsbruck. Und genau, der FSX ist leider abgestürzt. Keine Ahnung wieso. Der hat sich halt einmal auf einmal aufgehangen, als wir da wieder in die Innenansicht gegangen sind, hier wieder in die Cockpit-Ansicht. Dann war da von Windows 7, vielleicht kennt ihr das, dieser Kreis, wo sich so halt sowas, so eine blaue Schleife oder wie man das nennen soll, halt da dreht. Und dann kam halt ein schwerwiegender Fehler, ist aufgetreten. Der FSX wird beendet oder irgendwie sowas stand dann da, genau. Kennt ihr vielleicht auch, hattet ihr vielleicht auch schon mal, wenn ihr hier auch den Flugsimulator in FSX spielt, kann es ja immer mal wieder vorkommen, dass das passiert. Ja, keine Ahnung, wieso es jetzt bei mir passiert ist. Ich hatte es eigentlich bis jetzt fast noch nie, dass es aufgetreten ist. Beziehungsweise es tritt eigentlich immer nur sehr, sehr selten auf. Ich bin eigentlich immer sehr froh, dass es eigentlich nicht auftritt. Weil ich höre auch ab und zu manchmal von dem einen oder anderen von euch in den Kommentaren, dass es bei ihm auch öfters auftritt. Ist halt immer echt ziemlich blöd, wenn man so während des Fluges halt FSX abstürzt. Kann man nichts ändern, aber gut, ja. Für uns geht es jetzt hier wieder weiter. Jetzt hat er gerade wieder gehangen. Jetzt dachte ich gerade schon, jetzt sind wir wieder hier in der Nähe von Innsbruck. Bitte stürzt jetzt nicht wieder ab. Aber er hat nur kurz gehangen und es ging weiter. Also keine Ahnung, wieso das passiert. Ich habe auf jeden Fall auch HiMemFix ist gleich eins in den Grafikdateien eingetragen. Es kann halt immer mal vorkommen, dass er abstürzt, weil irgendwie mal dann der Arbeitsspeicher oder der Prozessor ausgelastet ist. Dann kann das immer mal vorkommen. Na, guck mal jetzt. Hier gehen echt die FPS gerade runter. Ich kann mir gut vorstellen, dass es daran liegt, weil wir jetzt genau über Innsbruck fliegen, wo ich ja das Addon verwende mit dem realen Luftbild und so, den realen Höhendaten. Da kann ich mir echt gut vorstellen, dass es genau schon daran liegen kann. Weil jetzt einfach hier so mit Grafik anfordern das Ganze ist. Mal kurz die Simulationsrate mal auf normal, weil er so rumgewackelt hat. Genau, aber eigentlich sonst passiert es bei mir eigentlich fast nie. Ihr bekommt es ja auch immer mit. Also wenn es abstürzen würde, würde ich es ja während den Aufnahmen auch immer sagen. Und ja, passiert eigentlich fast nie. Bin ich auch sehr, sehr froh drüber. Aber was ihr auf jeden Fall bei euch machen sollt, falls ihr es nicht gemacht habt beim FSX, in die FSX CFG HiMemFix ist gleich 1 eintragen. So, wieso steht jetzt hier 27 Minuten? Das stimmt jetzt nicht ganz, weil eben stand da schon 45. Naja, egal. Gut, okay, das stimmt jetzt nicht mehr ganz. Weil eben, bevor ich Aufnahme begonnen habe, stand da... Ah, ich weiß, woran es liegt. Ich glaube, es liegt daran, weil ich die Zeit angepasst habe, weil ich habe jetzt halt wieder die Zeit genommen, die wir auch hier hatten, als wir hier waren. Und dann musste ich halt die Zeit jetzt eben hier wieder anpassen und deswegen ja, wurde das hier wahrscheinlich abgezogen und so weiter. Deswegen steht dann an der Uhrzeit. Das heißt, das können wir jetzt eigentlich ignorieren. Stimmt jetzt nicht ganz. Oder wir rechnen da immer 15 Minuten drauf. So, genau. Also schade, dass er abgestürzt ist, aber ich könnte mir echt gut vorstellen, dass jetzt hier daran liegt, weil wir jetzt hier kurz über Innsbruck da geflogen sind. Ich ja dieses eine Addon verwende und genau, ich habe doch gemerkt, genau jetzt hier diesen Moment, wo wir da drüber geflogen sind, hat einmal kurz nochmal gestockt. Dann sind die FPS nochmal ein bisschen runtergegangen. Ich kann mir echt gut vorstellen, dass es daran liegt, dass das einfach hier unten laden musste. Genau. Keine Ahnung, ob das dann auch, ja, auch passieren würde, wenn ich jetzt hier auch... Also ich verwende ja kein Addon hier für die Bodentexturen. Keine Ahnung, ob das dann auch passieren könnte, wenn ich den Addon für die Bodentexturen verwende. Keine Ahnung, aber ja. Es muss ja nicht unbedingt an dem Addon Approaching Innsbruck liegen, was ich ja da verwende, wo ja dieser Teil dann im realen Luftbild war. Keine Ahnung. Naja gut, okay. War halt jetzt so, aber das Ganze ist ja jetzt wieder gelöst. Wir können ja hier ohne Probleme weiterfliegen. Und ja, wir wagen uns jetzt trotzdem mal wieder in die Außenansicht. Ich denke mal, es sollte wirklich daran gelegen haben. Ich hoffe mal, dass er jetzt nicht wieder abstürzt, wenn ich in die Innenansicht gehe.